Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute einen Flipper vorstellen, der zwar leider nicht 42a-konform ist, aber eine Menge Spielspaß ins Wohnzimmer bringt. Tja, die genaue Bezeichnung ist Honeybadger Flipper Medium Blue. Was auffällt, wenn man das Messer das erste Mal in die Hand nimmt, ist, dass es sehr angenehm in der Hand liegt, dass es sehr, sehr schön verarbeitet ist, dieses Messer. Natürlich sehr auffällig mit diesen blauen Griffschalen, die übrigens aus FRN sind. Das heißt, es ist so ein glasfaserverstärktes Nylon. Und durch den Honigwabenmuster auf diesen Griffschalen hat man doch einen sehr, sehr schönen Grip bei diesem Messer. Das liegt also sehr sicher in der Hand, ist sehr schön sauber verarbeitet. Es gibt hier also keine Ecken und Kanten, die jetzt irgendwie stören würden oder irgendwie wehtun. Was ich hier auch sehr schön finde, ist auch, dass wir hier ein Jimping auf den Griffschalen haben, was nochmal zusätzlich die Handlage verbessert. Ich werde zum Schluss noch mal ein paar Bilder nah mit anhängen, sodass man auch diese Honigwabenmuster mal genauer sehen kann. Wir haben eine Fangriemenöse, wir haben einen sehr schönen Clip, Deep Carry Clip, ich glaube Tip Up, den man sowohl links als auch rechts problemlos anschrauben kann. Verschraubte Griffschalen, was ich auch sehr angenehm finde, weil man doch dann ab und zu immer wieder mal die Möglichkeit hat, diese Messer auch mal gründlich zu reinigen, sodass man noch lange Spaß an den Teilen hat. Zur Klinge, wir haben eine Drop-Point-Klinge, wir haben Flachschliff, der bis ganz nach oben zum Klingenrücken gezogen ist. Wir haben eine Klingenlänge von 81 mm, eine reine Schneidfläche von 7,6 oder 7,7 cm. Das Messer kommt mit einer ordentlichen Gebrauchsschärfe nach Hause. Wir haben eine Klingenstärke von 3,5 mm, ja, was ich doch sehr angenehm finde. Wir haben auch hier ein schönes Jimping auf dem Klingenrücken. Das Jimping, was wir also hier auf dem Klingenrücken haben und auch noch hier oberhalb der Griffschale, finden wir auch hier in einer tiefen Fingermulde. Ich finde es in der Hinsicht ganz angenehm, wenn man Zeigefinger reinlegt und den Daumen drauf, hat man doch jetzt, wer zum Beispiel schnitzen möchte damit oder feinere Arbeiten mitmachen möchte, diese Klinge sehr schön unter Kontrolle. Hier ist also kein Wegrutschen möglich. Also ich finde, ist ein sehr angenehmes kleines Detail, was ein bisschen mehr Sicherheit noch bringt, wie gesagt, bei feineren Arbeiten. Klingenmaterial ist 8CR13 MOV, ist ein chinesischer Messerstahl. Von der Qualität her soll er ähnlich sein wie der japanische AUS-8. Stahl. Ja, also die Schnitthaltigkeit ist ganz ordentlich, sage ich mal. Die Klinge ist auf etwa 58 HRC Rockwell gehärtet. Also das Nachschärfen sollte eigentlich kein Problem sein. Wir haben dieser Stahl zeichnet sich außerdem durch eine gute Korrosionsbeständigkeit aus. Ja, wir können die Klinge öffnen. Einmal durch diese riesen Daumenloch oder halt per Flipper. Und wie gesagt, für mich eigentlich in dem Fall nur der Flipper attraktiv, sage ich mal. Die Klinge verriegelt durch einen Linerlock, der also auch sehr schön verarbeitet ist. Was fällt hier noch auf? Die Klinge, zeige ich nachher auch nochmal vom Nahen, ist sehr schön mittig zwischen den Platinen. Wie gesagt, ganz allgemein sehr schön sauber verarbeitet und, wie gesagt, ein Heidenspaß, da diese Klinge auf zwei Kugellagern läuft,
ist also das Öffnen bzw. das Schließen überhaupt ja sehr schön angenehm. Da ist kein Kratzen, die Klinge läuft wirklich sehr ruhig. Und ja, zum Walk und Talk, ja, zum Walk kann man nicht weiter sagen, läuft einwandfrei die Klinge. Zum Talk vielleicht, klar, dadurch, dass wir hier FAN-Griffschalen haben, klingt ein kleines bisschen, ja, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, schneiden wir auch raus, weil das Blödsinn. Vielleicht noch zur Gesamtlänge. Wir haben also 185 mm Gesamtlänge. Wir haben ein Gewicht von 82 Gramm. Das ist also sehr schön leicht, dieses Messer. Südafrikanisches Unternehmen Honeybadger lässt aber in Asien produzieren. Vielleicht ein kleiner Papiertest, um nochmal zu zeigen, dass das Messer also sehr schön geschärft auch nach Hause kommt. Ihr seht also überhaupt kein Problem. Diese Klinge ist wirklich vom Werk aus sehr schön geschärft. Da ist kein Stolpern. Kaum gesagt, passiert. Also schneidet wirklich sehr angenehm. Ohne Probleme mit dem Papier. Was ich am Anfang sagte, leider nicht 42A konform, aber wie gesagt, ich habe es eigentlich auch nicht geholt, um es in der Hosentasche mit mir rumzuschleppen, sondern um wirklich einfach so ein bisschen Spielspaß zu Hause zu haben. Und ja, das war's eigentlich schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und bleibt mir alle gesund. Ciao, ciao. Und ich werde jetzt noch ein bisschen Spaß haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.